Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Classic Let's Play hier mit Piccolina. Ich bin gerade auf dem Weg, dass ich hier Gebirgsjäger Walbang, die Quest Gebirgsjäger Walbang abgeben kann. Nein, die Quest bei Gebirgsjäger Walbang abgeben, denn die Quest heißt Verteidigung der Länder des Königs. Genau, das war's. Und danach machen wir uns dann auf dem Weg hier zu Bingels Bastelheimer, dass wir ihm die ganzen Werkzeuge zurückgeben können, die ihm die Trocks entnommen haben oder geklaut haben, wenn man so schön sagen möchte. Und ja, also das heißt, die Folge wird mal hauptsächlich aus Laufen bestehen, aber das ist eh meistens der Fall. Außer ich logge mich irgendwo aus, wo ich nicht so schnell, also nicht so weit laufen muss, nur habe ich dann meistens nicht so einen langen Erholungsbonus, den ich doch gerne nutzen möchte. Jetzt braucht das Questen eh so schon relativ lang eigentlich und ja. Muss nicht unbedingt zwingend so viel länger dauern, wenn es nicht sein muss, gell? So, wir haben hier... Was kann ich für euch tun? Geld geben. Das ist gut. Ich wusste schon, als ich euch zum ersten Mal erblickte, Piccolina, dass ihr Ironforge stolz machen würdet. Ihr habt König Magni gut gedient. Jetzt, wo ihr euch als so zuverlässige Hilfe für das Königreich erwiesen habt, solltet ihr vielleicht mit dem Captain reden, um zu sehen, ob er euch mehr Details anvertraut. Ich ziehe den Hut vor euch, Piccolina. Danke, danke, danke. Und der ist da oben, oder was? Wieso muss ich eigentlich für diese Quests hier durch ganz Loch Ness hier durchlaufen? Loch, das ganze Loch durchrennen. Grüße. So, Verteidigung der Länder des Königs. Piccolina, unsere Speer haben den Anführer des jüngsten Eindringens der Trocks ermitteln können. Es scheint, als folgten diese Bestien am Loch Modan einem Häuptling namens Gravmuk. Gravmuk wird jedoch aufs Schwerste bewacht. Zwei seiner Elitewachen, Knirscher und Muskelprotz, weichen nie von seiner Seite. Wenn ihr euch dem gewachsen fühlt, Piccolina, dann möchte ich, dass ihr das Attentat auf Gravmuk und seine beiden Schläger anführt. Wenn die Führungsregie der Trocks tot ist, dann haben wir vielleicht eine Chance, diese Bestien wieder unter die Erde zu treiben. Mögen eure Reisen sicher sein. Und das wird jetzt wahrscheinlich eine Quest sein, bei der ich Hilfe benötige. Nein, das ist da ganz hinten im... Ja. No comment, gell? Oh, warte mal, wo rennst du hin? Achso, warte, du bist ein Hortler, du kannst mir nicht helfen, gell? Okay. Loch... Wo bin ich? Modan? Naja, ein paar Leute sind ja da und es sind einige über mir. Also, ich könnte Glück haben und Leute haben, die mir helfen. Oder Leute bekommen, die mir helfen. Das wäre schon nice. Aber jetzt probiere ich es erstmal selbst. Erstmal selbst. So, warte mal. Ich möchte eigentlich... Ich weiß noch immer nicht, wie ich den Mage hier skillen soll am besten. Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Zumal ich ja, glaube ich, das letzte Mal drauf gekommen bin, dass ich ihn eventuell etwas falsch geskillt habe. Für meine Bedürfnisse, gell? Weil ich bekomme ja hier dann, also als Frost, ich glaube, Frost war das Beste. Zum Leveln. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Was haben wir denn da bekommen? Int Villa. Okay, die haben wir im Prinzip eh schon an. Kann ich noch nicht wirken. Okay. Puh, das war knapp. Das heißt, warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss da hoch, ne? Ja. Ich muss da hoch. Okay, warte.
Wie mache ich das? Ich werde erstmal was trinken. Wenn ich es mir schon herzaubern kann, sollte ich es nutzen auch, ne? So, wir müssen aufstehen. Komm schon. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Na, zum Pech. So, jetzt muss ich erstmal da hoch. Der kommt näher, okay. Au! Nein! Nein! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Alter, der haut mir eins über die Rübe, damit ich nichts mehr machen kann, oder was? Alter Falter. So geht's nicht. So nicht, mein Lieber. Wie mache ich das am besten? So, ich habe immer Dämpfen drin, das ist sehr gut. Oh, das hatte ich jetzt bisher immer vergessen. Auf das hatte ich bisher immer vergessen und habe mich dann gewundert, warum hauen die mir so derbe auf die Fresse? Ja. Kann das ja brauchen. Loch Modan. Was? Da war noch gerade noch viel mehr. Triumvirate. Paladin und Zwergjäger. Das kann keiner gebrauchen von denen. Ja gut. 3 Minuten. Ich hätte gern hier eine Anzeige, die mir anzeigt, wie lange ich den Buff noch habe. Au! Du kleiner Arsch. So, 3 Minuten. Ich brauche ein Ziel. Okay, ich brauche ein Ziel. Jetzt ist die Frage, sind die da drin? Ich glaube, ich muss da hoch. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal alle kaputt machen. Kann ich den looten, ohne dass ich pulle? Ja, geht sich aus. Ausgezeichnet! So, warte. Und dich schieben. Jetzt habe ich dann sicher gleich ein Mana-Problem oder so. Habe ich jetzt eigentlich... Oh, genau, ich habe ja ein... Au! Du Arsch! Okay, warte, dich muss ich jetzt nochmal schieben. Chip. Jo, wie mache ich das jetzt am besten? Ich skill erstmal hier den Zauberstab und treffe ihn die ganze Zeit nicht. Ah, wie geil ist das denn? Warte mal, geht das noch weiter? Geht das noch weiter? Nein, 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 nein. Au! Au! Schau mal, wie der steht. Ah, wie weit kann ich denn das gehen jetzt? Bis 75. Au, okay, doch nicht. Kann ich noch nicht wirken. Aber wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Mana bekommen. Das ist sehr gut. Ja, kann ich noch nicht wirken, kann ich noch nicht wirken. Einen Heiltrank haben wir auch. Das ist sehr gut. Aber das passt schon. Also das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen jetzt. Ich meine, abgesehen davon, dass ich Zauberstäbe dringendst skillen muss. Oh, warte, das ist eine ramponierte Truhe. Die möchte ich aufmachen. So. Au.
Du sollst mir das nicht nochmal drüber hauen, aber ich glaube, das geht gar nicht, gell? Ich glaube wirklich, dass ich da hoch muss. Ich glaube wirklich, dass ich da hoch muss. Weißt du, jetzt kann ich endlich einen Zauberstab verwenden, weil ich endlich einen habe, nachdem ich so lange rumgejammert habe und irgendwie nicht imstande war, dass ich mir da selber einen mache. Und da muss ich den erstmal skillen. Vollgas. Wieso? So. Lass mal dich da oben machen. Ah, fuck. So, dann kann ich dich noch mal schieben, bitte. Und dann mal gucken. Widerstehen, widerstehen, widerstehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also Magie dämpfen ist doch, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig als Magier. Das ist verdammt wichtig, weil ich komme jetzt irgendwie ein bisschen besser zurecht, muss ich sagen. Vor allem auch mit dem Zauberstab, Alter, den skill ich, weil die nie widerstehen die ganze Zeit. Ja, die Frage ist halt für mich immer noch, was skill ich am besten, ne? Ich meine, das ist mal ganz sicher für beide gut. Und das hier ist halt nur für den Feuerzauber. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Habe ich hier weglaufen müssen. Dabei hat er mich gar nicht gehauen. So, jetzt wird es dann interessant. Komme ich da richtig hin? Komme ich außer Reichweite. Dahin, wo ich hin muss? Aber es schaut so aus, ne? Nur, ob ich das alleine schaffe, genau dem wollte ich nämlich ausweichen. Einfache Handschuhe. So, jetzt müssen wir hier nochmal recken. Also dafür, dass ich vorher ziemlich viel Mats hatte, habe ich jetzt schon wieder ziemlich wenig. Das kann ich dann alles verkaufen, das ist gut. Das ist sehr gut. Sonst, sie weichen ihm nicht von der Seite. Das heißt, das könnte für mich etwas tricky werden. Etwas sehr tricky. Wo rennst denn du jetzt hin? Du rennst wieder rein, okay. Das ist dann demnach kein Problem. Das heißt, er widersteht dann. Was heißt da widerstehen? Nix widerstehen. So. Diese Putt. Rennt da durch. Ah, warte mal, ich bin falsch. Wieso bin ich falsch? Hä? Warte mal, jetzt muss ich erstmal die Patz kaputt machen. Kann ich doch nicht wirken. Ah, au. Naja. Bin ich jetzt doch falsch gelaufen? Weil der zeigt mir das gerade irgendwo anders an. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist saublöd.
Wo bin ich denn hier jetzt? Wow! Ah, okay, das ist so ein Durchgang. Scheißdreck. Okay, aber ich bin eindeutig in der falschen Richtung. Verdammt! Mann, ich dachte eigentlich, dass ich da voll gut drauf bin hier und die richtige Richtung gehe. Verdammt. Okay, das ist so ein Verbindungsgang. Okay, okay, okay. Ja, und wo finde ich diese Affen jetzt? Na, dann bin ich ja demnach eh falsch gelaufen. Oder es wird mir falsch angezeigt. Das kann natürlich auch sein, ne? Haha. Es waren doch irgendwo noch... warte. Es könnte natürlich sein, dass ich da runter muss. Weil da war, glaube ich, auch irgendwas. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Es kann natürlich sein... Ah, bitte. Nein! So. Es könnte natürlich sein, dass das Ganze hier von Questy falsch angezeigt wird, aus welchem Grund auch immer. Falsch programmiert oder weiß der Geier was. Haben wir schließlich auch nur Menschen gemacht und wo ein Mensch arbeitet, passieren auch Fehler. Bin außer Reichweite. Das ist ganz normal. Kann ich noch nicht wirken. So. Gippelpaugrad. Alter Schwarzbär. Nee, das ist es nicht. Dann muss ich in diese Höhle rein. Echt jetzt? Ich habe den ganzen Weg hier umsonst freigemacht. Das ist zu weit entfernt. Fuck. Okay, umsonst nicht, aber jetzt muss ich dann aufpassen, dass ich nicht zum. Dass nicht der Respawn kommt schon. Ja, haha, lass mich recken. Kommt er ganz nach vorne? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Doch, der kommt ganz nach vorne. Fuck. Okay, noch ist kein Respawn da. Ja. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mhm. Okay, den hätte ich wenigstens geschafft. Und den hoffentlich auch. So. Das wird ziemlich anstrengend hier. Vor allem, ich glaube, meine Taschen sind bald voll. Naja, ein bisschen Platz habe ich noch. Wieso habe ich hier eigentlich mehr Platz als bei Asumi? Ich habe hier aber auch nur 6 Platztaschen. Verstehe ich nicht. Ah, doch. Ich habe mehr Platz. Ich Trottel. Asumi braucht ja einen Köcher. Der nimmt ja Platz weg. Eieieiei. Auf den habe ich total vergessen gerade. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ach Gott. So. Aha, und da hinten... Ja, okay, sie sind in dieser Höhle. Das ist irgendwie kacke. Das ist irgendwie kacke. Die Frage ist dann nämlich auch noch, sind die oben, sind die unten? Wo sind sie denn?
Okay, der kommt nicht mehr auf. Okay, dann mache ich jetzt hier mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge und vorerst erstmal. Ciao, ciao.